wir auf die Zuschauergemeinde mal eingehen. Na, ich lade hier andauernd irgendwelche Videos hoch, wo sie irgendwelche Dinge drehen und schön fatsch, fatsch, fatsch machen. Ja. Schöne Musik dahinter und tja, einige wissen dann immer noch nichts damit anzufangen. Ne? Ich meine, gut, man könnte natürlich, wenn man Zeit hätte, das Wort Bedini-Motor mal in Google eingeben und sich diese eine von diesen Tausenden, Hunderttausenden von Google-Suchergebnissen anschauen, die da kommen. Aber ja, da wir in Kriegszeiten leben, ne? Und die Menschheit immer schneller vorangetrieben wird, Sachen zu tun, die sie gar nicht tun will. So scheint es mir jedenfalls. Ja, komme ich den Leuten mal ein bisschen nach, die da echt in ihrem Sklavendasein noch vollkommen gefangen sind. Und fasst das hier alles mal ein bisschen zusammen, ne? Was das hier eigentlich so alles ist. Ja. Der große Vorteil von diesen Maschinen. Ja, es geht eigentlich um das große Thema kalter Strom. Und diese vielen Arten und Weisen, diesen zu erzeugen. Tja, wie kann man das jetzt am besten anschaulich erklären? Ja. Also, soweit ich das jetzt verstanden habe, ne, ist es bei unserem Strom momentan so, damit wir den praktisch hier puff, da reinschicken, ne, und dann bläht sich die Flasche natürlich auf und hier drüben kann man dann den Überdruck sozusagen irgendwie abnehmen, ne? Ja, hat zur Folge, dass unsere Flasche, wenn unsere Flasche jetzt der Stromleiter ist, ziemlich heiß wird, ne? Da macht auch ein Haufen Strom dann hier raus, bup, aus dem Leiter heraus, ne? Deshalb können wir da manchmal, wenn wir in unseren Häusern Kabel verlegen und denken, eins haben wir komplett freigeschalten, dann kann unser Muggelstift, ja, unser hier Phasenprüfer-Ding, da auch noch mal was anzeigen, obwohl da eigentlich gar keine richtige Leistungsspannung mehr drauf ist, ne? Ja, das ist der Grund, weil wir unseren Strom exponentiell in den Leiter reinschicken, ne? Ja, aber durch solche fatsche Maschinen hier, ne, also so schauen die aus. Und durch dieses Magnetfeld, was dann rotiert, schaffen wir es praktisch, ganz blöd ausgedrückt, so wie ich das jetzt kapiert habe, ne, diese Flasche etwas zu drücken und dann einfach puff, nur zu ziehen. Ja, unsere Flasche bläht sich nicht mehr auf sozusagen, sondern implodiert. Ja, unser Leiter sozusagen. Und das, was dann hier reinmacht, kommt anscheinend auch von außen. Mit Hilfe dieses Magnetfeldes. Ja, und da sind wir wieder bei unserem eigentlichen Thema, was denn Strom eigentlich ist. Und ja, so wie es aussieht, ist Strom wirklich nichts weiter als Polarisation. Danke, Steve, für die Erklärung nochmal. Hat meine Äuglein wieder ein bisschen weiter geöffnet. Ja, Polarisation. Die eine Seite komplett Minus ausrichten, die andere Seite komplett Plus ausrichten. Ne? Je mehr Teilchen man das machen kann, desto besser. Ja, und genau, lieber implodieren lassen den Strom, als reinblasen sozusagen und explodieren lassen. Ja, dann kann man sich viele kleine schöne Maschinen zusammenbasteln. Ich habe mir gedacht, ich fange erstmal ganz klein an. Was dann im Kleinen funktioniert, müsste ja auch im Großen funktionieren, ne? Nach unserer Theorie, wie im Mikrokosmos, so im Makrokosmos. Ja. Das Ding ist nach wie vor echt verblüffend. Also der 9-Volt-Block, ne, den habe ich aus dem Schrott sozusagen.
hat mein Messgerät noch 4,9 Volt, also knapp 5 Volt angezeigt. Ne? Also meine anderen Ladegeräte haben natürlich gleich gesagt, hey, da ist am Arsch, schmeiß ne weg. Ja, aber durch unseren lieben Bedini sind wir heute schon wieder bei... Na, mal gucken, wie weit sie sich noch laden lässt, nicht? Echt verblüffendes Teil, dieses Bedini-Ladegerät. Hier funktioniert schon mal so nicht schlecht. Jetzt sind wir schon wieder bei 9,2. Na, ihr seht's. Ja, das wunderbar Tolle an dem Ladegerät ist eben auch, ihr könnt ja mal versuchen, irgendwie eine andere Schaltung rauszufinden, wie man aus 5 Volt, ich glaube 500 Milliampere sind die begrenzt, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob der wirklich genauso viel bringt. So viel zieht er jedenfalls definitiv nicht, ne? Jedenfalls, wie man mit 5 Volt USB-Spannung eine 9 Volt Batterie laden kann. Ja, ich bin da gern mal auf Ideen von euch gespannt. Pulsweitenmodulation, ne, und so weiter, alles was es da schön gibt. Aber wenn dann die Stromaufnahme, also ich schätze mal, ich bin hier bei einer Stromaufnahme von maximal 100 mA. Müsste ich wirklich nochmal messen, bei 5 Volt 100 mA könnt ihr euch ausrechnen, ne? Da mal eine vergleichbare Schaltung finden, wie man dann 9 Volt Akkus lädt. Genau, und die Maschine habe ich euch ja auch schon mal vorgeführt in der Art und Weise. Jetzt habe ich sie mal richtig repariert, weil letztens habe ich euch ja nur dieses verblüffende Ding mit dieser Stromaufnahme gezeigt. Ja, heute will ich es mal im Praktischen demonstrieren. Hier haben wir, mal gucken, welche komplett leer ist. Ich habe da vorhin eine von denen aus Versehen mal verkehrt rum angeschlossen und wollte verkehrt rum laden. Ja, habe sie also praktisch komplett falsch rumgeladen mit dieser Implosions-Bedini-Technik. So, das ist die mit 8,9 Volt, die schaut noch gut aus. Und die hier, die sieht gut aus, ne? Ja, weil die ist richtig schön leer. Richtig schön leer, ne? Ihr habt es ja gesehen. Genau. Okay, nehmen wir die mal. So, die kommt jetzt praktisch, die ist mit diesem gekoppelt. Ne? Ich war damals noch nicht so schlau gewesen, zwei Bedini-Motoren in einen zu basteln, wie ich es hier gemacht habe. Ne? Womit man dann unterschiedliche Spannungen und Stromstärken erzeugen kann. Bei so einer Stromaufnahme und 12 Volt. Durch diese Drähtchen hier, ne? Also wirklich toll, dieser kalte Strom. Kann nichts mehr brennen. Ja, jetzt nehmen wir die mal und stöpseln die hier rein. So, sind wir momentan immer noch bei 7,6 Volt, ne? Okay, und dann lassen wir den mal loslaufen. Jawohl. Steigt auch ganz gut mit, ne? Ist schon bei 8 Volt. 8,1. Funktioniert nicht schlecht. Also ich habe diese Bedini-Motoren, diese Lüfter-Schulmädchen-Motoren am Anfang auch nur nach Malen nach Zahlen gemacht. Und komme dann so erst im Laufe der Zeit dahinter, was das denn so alles Tolles ist. Ja. Dieses Teil mit der Hochspannung habe ich euch auch noch gezeigt hier dran. Da geht es in Selbstoszillation. Kann man dann Hochspannung mitmachen. Aber wir wollen jetzt keine Hochspannung mitmachen. Ne? Wir wollen jetzt Batterie laden. Also nochmal anlaufen. Das ist eine Möglichkeit mit den Bedini-Motoren. Ne? Das ist das Tolle eben, dass die genauso viel Strom liefern, ne? So ein Implosionsstrom, wie das Ding hier sozusagen zieht, hat einen kleinen Nachteil, und zwar
die Dauer von den Ladevorgängen sind nicht ganz so kurz wie bei unseren bisherigen Ladegeräten. Bei unseren bisherigen Ladegeräten schicken wir unseren Strom ja echt mit Druck da rein. Unsere Batterien werden heiß. Wir müssen die mit Temperaturüberwachungsverfahren kontrollieren, rechtzeitig abschalten, mal so und so viel Strom reinpumpen, mal so und so viel. Entfällt hier alles komplett, weil die ziehen sich genauso viel, wie sie eben vertragen. Deshalb ist es dann auch ganz verblüffend, welche totgeglaubten Akkus man dann wieder zum Leben erwecken kann. Ja, wie diesen hier zum Beispiel. Oder diese hier alles Müllakkus. Und alle wieder zum Laufen bekommen. Ja, manche haben natürlich schon irgendwelche Zellschäden. Ne? Da muss man dann wirklich schauen, wie dann die Kapazitäten von denen noch sind. Aber so, damit das Ladegerät dann gar nicht mehr sagt, nee, hier Akku, ich will dich nicht mehr laden, das ist gar nicht mehr. Und auch ein Dreiviertel kaputter Akku, ne, kann man immer noch als Akku benutzen. Ja, nur noch mal zum ganzen Sinn des Ganzen. Ne? Also, was will ich damit eigentlich demonstrieren? Im Grunde ist es mir eigentlich, oder wäre es mir eigentlich ganz lieb, ne? Ich meine, ich interessiere mich natürlich selber für dieses ganze Energiezeug und hätte nichts lieber, als mich autark versorgen zu können. Dafür ist Energie heutzutage natürlich ein ganz großes Thema, was bestimmt in Zeiten der Menschheit schon immer gewesen. Wir waren da bestimmt auch schon mal viel, viel weiter gewesen als jetzt, ne? Wisst ihr ja mittlerweile alle. Das sind bestimmt alles nur Kindgelitzchen, die wir hier jetzt gerade noch betreiben. Aber ja, was mir dabei auch ziemlich wichtig ist, damit wir alle diesen Schritt gehen. Ne? Also es nützt ja nichts, wenn hier einer wieder im Guru spielt, ne? Und weiß, juhu, ich weiß, wie es funktioniert, hier habt mich alle lieb und braucht mich und so weiter und so fort. Erstens hat derjenige dann überhaupt keine Ruhe mehr am Leben, ne? Kann von gewissen Mächten eventuell auch wieder ausgenutzt werden, hat man ja angeblich schon öfters mal in der Geschichte gehabt, ja. Dann wäre es da eigentlich nicht schlecht, das jetzt in die Masse zu tragen. Ne? Ich meine, wer diesen Implosionsstrom kapiert, der kapiert auch, dass wir Menschen wahrscheinlich auch so ähnlich funktionieren. Ne? Ich meine, mit ein kleines bisschen Explosionsenergie durch Bewegung diese Implosionsenergie reinziehen, anderen Leuten Energie geben, Energie von anderen Leuten ziehen. Ist alles so ein Thema, was damit zusammenspielt und ja. Das ist das Eigentliche, was mir dabei am Herz liegt. Wer sich anfängt, mit dem Thema zu beschäftigen, wird ein riesengroßes Feld der neuen Möglichkeiten kommen. Tja. Und die Leute brauchen wir langsam mal so hier in der Welt. Bis bald. Okay. Ja, und das heute noch mal kurz bis jetzt zu Ende zu bringen, das ist natürlich noch lange nicht die Ladeschlussspannung, was ein 9 Volt Akku haben kann. Ne? Also ich könnte das jetzt noch ein Stückchen länger laufen lassen, aber ja, dann würde das noch ein Stückchen dauern mit der Demonstration, aber wir wollen ja jetzt ein bisschen was zeigen. Ja, wir können ja damit nicht nur 9 Volt Akkus laden. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob das so richtig rübergekommen ist. Du kannst damit alle möglichen Arten von Akkus laden. Ne? Also kleine AAA-Batterien oder größere AA-Batterien oder Akkus. Ne? Akkus sowohl als auch normale Batterien. Hier lacht nicht. Es gibt wirklich Batterien, die Saft heißen. Mal gucken, was wir daraus basteln können. Ja, und halt alle möglichen anderen Digitalgeräte mit Akkus drin. Ja, hier haben wir USB-Anschluss dran. So. Na dann. Wollen wir die Universal-Ladeschlumpfstation da mal draufstöpseln. So, wo kommt sie drauf? So, wo kommt sie drauf? Aha. Konzipiert.
Na gut, dann nehmen wir mal halt die USB-Ladung für den Hauptakku. Ne? Das ist jetzt der Treiberakku für meine Lademaschine. Portable Lademaschine. Ach, es tut mir leid. Ich habe gerade so einen schönen Fatsche-Fatsche-Punkt erwischt. Nämlich gar nicht so einfach, den hier einzustellen. Also, da kann man natürlich noch einen Haufen Elektronik rundherum basteln um dieses ganze Teil hier. Das ist ja sozusagen das Dampfmaschinenprinzip davon. Ne? Ohne irgendwelche Sensoren und kann man ja alles noch aufpimpen und optimieren. Die Technik dafür haben wir ja jetzt mittlerweile. Na gut. Es tut mir leid. Na gut, dann schalten wir mal aus. Mal gucken, wie weit er runterfällt. So. Mal schauen, wie weit er da runterfällt in der Spannung. Obwohl das ja eigentlich gar nicht so wild, ne? Können wir dann nochmal drauf gucken. Na, hier oben ist Universal. Ich bin auch blöd. Ja, einen Positionsschlumpf muss ich noch wegnehmen. Positionsschlumpf? Nee, warum geht's weiter? Gar nicht gut. Gar nicht gut. Es macht nicht das, was man das machen soll. Ja. Ja, das klingt immer noch weiter. Ah, jetzt tut sich nichts. Das funktioniert noch nicht so richtig. So, der Positionsstumpf konnte nichts dafür. Der kommt erstmal wieder hier drüben hin. Ja. Jawohl, jetzt leuchtet hier oben nichts mehr. Er läuft jetzt nur noch mit der 9 Volt Batterie. Ich hoffe mal, ich habe den richtigen Punkt rausgefunden. Der Motor hier unten drunter. Ne? Seht ihr den? Ja, ursprünglich war es als Pyramide konzipiert. Da dreht er sich, der Bedini, mit 9 Volt diesmal. Ja, mal schauen, wie lang der 9 Volt Block hält. Aber zumindest sieht so aus, als ob er alle möglichen anderen Handys, ne, hier solche Videoplayer, alles wunderbar laden kann. Ja, und die Geräte haben wir meistens sowieso einen eigenen Abschaltschutz drin, im Gegensatz zu den normalen Akkus. Also bei denen muss man dann vor allem bei normalen Alkali-Batterien schon ein bisschen aufpassen. Die neigen dann schon ab und zu mal auszulaufen. Bei den Akkus hier ist mir das jetzt noch nicht passiert. Aber man kann ja normale Batterien auch damit laden. Also dann wirklich immer schön die Spannung überprüfen, Ladeschlussspannung und so weiter und so fort. Da kann es dann schon passieren, dass dann ab und zu mal ein paar Flüssigkeiten austreten, die da nicht so hingehören. Ja, hier bei den modernen Geräten kein Problem. Die haben alle einen integrierten Akku-Überwachungsschutz drin. Ja, einfach an euren Bedini-Motor anschließen mit irgendwelchen Adaptern und ihr braucht nur noch ein Ladegerät für eure ganzen digitalen Sachen. Energiesparend. Ja, und alles, was man selber bastelt, da passt man dann auch ein bisschen mehr drauf auf, als auf das ganze Zeug, was man einfach so wieder kaufen kann. Ja, und wenn man es jetzt ausschalten will, ja, nimmt man den Positionsstumpf. Tja, wo ist es?
Okay, das funktioniert noch nicht so richtig. Ich wollte eigentlich einen Ausschalter mit reinbasteln, mit einem Read-Kontakt. Funktioniert noch nicht so richtig. Dafür kann er laden, wie ein Weltmeister.